Einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Gruselfreunde. Nein, wir spielen jetzt nicht Amnesia. Ich wollte euch nur zeigen, ich habe es hier, ich könnte es spielen. Aber wenn ihr jetzt auch mal allein meinen Mauszeiger, ich denke, der wird schon nachhängen, wie ihr seht. Und auch die Fackel wird wahrscheinlich auch in dieser Aufnahme ganz schön nachhängen. Ich habe es schon öfter angekündigt, dass ich es spielen möchte. Ich will es auch spielen. Ich habe es hier. Nur leider, wenn ich halt eine Aufnahme mache und ich habe jetzt sogar nur im kleinen Fenstermodus das offen, funktioniert es nicht. Es hängt wahnsinnig nach. Es macht überhaupt keinen... Also, das Spiel funktioniert schon, aber halt dann der... Das Video davon hängt wahnsinnig nach und so macht es einfach gar keinen Spaß. Okay, Spaß soll es eh nicht machen. Aber, ja, es funktioniert einfach nicht. Ich habe jedoch jetzt nun etwas in Vorbereitung, also es wird trotzdem von mir gespielt. Jedoch nicht hier an meinem Laptop, sondern wahrscheinlich bei meinem Bruder an seinem Computer. Der hat nur einen Mac. Das heißt, ich muss mir wahrscheinlich nochmal das Spiel holen, in Mac-Version. Und zusätzlich muss ich mich in seine Aufnahmeprogramme reinschauen, weil das natürlich ganz andere Sachen sind. Witzig wäre natürlich dann auch in dem Fall, da er eine gute Kamera hat an seinem PC, eine Webcam. Dann könnte man also gerade bei dem Let's Play Amnesia ein kleines Bildchen von mir einfügen. Tittenbonus. Entschuldigung. Ja. Das wäre also jetzt die Idee, weil... Also ich habe persönlich keine Webcam, ich habe nur eine an meinem Laptop. Und die... Ja, da könnte ich auch meine Weinbergschnecke Friedrich ins Bild halten und... Das wäre dann genauso ich. Ne? Also dann, ich meine, wenn man sowas macht, dann sollte man auch denjenigen dann so ein bisschen erkennen. Für den besseren Tittenbonus. Genau, also das wollte ich euch jetzt nur mal kurz sagen, dass das also auf jeden Fall noch gespielt wird. Nur halt noch nicht gleich, weil das braucht noch einiges an Vorbereitung und sowas. Man arbeitet ja auch nebenher, man kann ja nicht immer alles machen. Daher dachte ich mir, wir brauchen aber eine andere, schaurige, kurzfristige Lösung. Und habe ein bisschen im Internet geguckt und habe auch geschaut, welche Spiele ich gerne noch spielen wollte immer mal. Weil, wie gesagt, ich spiele jetzt gerade für euch dann die Spiele doch lieber vermehrt blind, weil es mir einfach mehr Spaß macht. Also wenn ich eh schon das Spiel dann richtig kenne und dann da durchlaufe, ich weiß nicht. Ich finde das immer witzig, wenn ich keinen Plan habe oder wenn ich mich erschrecke oder so. Und da sind mir noch zwei andere Spiele aufgefallen. Die werde ich jetzt euch auch vorstellen. Dann sehen wir uns also gleich mit einem anderen Bildschirm wieder. Auch diese Musik ist wunderschön. Wir sehen hier auch das Bild vom Original-Soundtrack Cellar of Rats. Und zwar geht es um das Spiel Scratches. Auf Deutsch auch Kratzer. Dieses Spiel ist auch noch gar nicht so alt. Also weiß ich nicht, 2007, 2008 glaube ich. Und es kam dann, soweit ich das jetzt gelesen habe, 2009 oder 2010 der Director's Cut raus. Da ist zusätzlich nochmal ein Kapitel drin, plus, was sie aber auch sehr verändert haben, war die Grafik und irgendwie das Wetter, habe ich irgendwas gelesen. Und gerade bei der Grafik, weil vorher war es ein reines Point-and-Click-Adventure und dann wurde die Grafik...
so verändert, dass du dich auch wieder so 360 Grad um dich herum drehen kannst. Im Grunde also wie bei Zork. Aber auch bei dem kannst du auch nach oben und unten immer gucken. Und das ist natürlich schön, weil dann erlebt man das alles sehr viel realer. Und darum wäre natürlich für mich auch die einzige Idee, sich dann den Director's Cut natürlich dann auch zu holen. Nur da ich ja schon festgestellt habe, was Amnesia für starke Prozesse bei mir laufen lässt, war ich mir jetzt nicht sicher, was Scratches mit meinem Aufnahmeprogramm macht, beziehungsweise ob das alles funktioniert, wenn man sich dann da so frei im Raum im Grunde drehen kann, bewegen kann. Das wird also auf jeden Fall auch von mir Let's Played. Ich hasse das Verb davon. Es ist auch ab 16. Also das muss schon richtig knackig sein. Und ich habe auch im Internet, in den Weiten des schaurigen Internets, viele schaurige Erfahrungsberichte gelesen. Also darauf habe ich auch sehr, sehr viel Bock. Und das ist jetzt auch gerade so witzig, finde ich, weil ich euch eben mit diesem Video jetzt gerade total Bock auf Amnesia mache, jetzt auf Scratches, aber gleich zeige ich euch das dritte Spiel, welches ich als Horror-kurzfristige Lösung ansehe. Und welches wir auch in ein paar Tagen starten werden. Trommelwirbel. Dark Fall, das Journal. Und zwar das Journal des Geisterjägers. Ja, hört sich jetzt nicht ganz so super schaurig an, ist es aber. Dieses Spiel ist schon älter, von 2004, wenn es mich jetzt nicht täuscht, und hat mittlerweile auch schon 3 Teile. Was ich auch für uns eigentlich ganz gut finde, weil wenn uns das zusagt, dann können wir natürlich die anderen beiden Teile dann auch spielen. Und wenn ein Spiel schon mehrere Teile hat, zeigt es mir auch, dass gerade der erste Teil natürlich auch gut angekommen ist bei den Spielern. Dieses Let's Play wird zudem auch wieder das erste auf Deutsch. Ich bin sehr stolz auf mich. Man findet nämlich auf YouTube nur den dritten Teil, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, auf Deutsch. Kennt ihr vielleicht auch, das nennt sich dann Dark Fall Lost Souls. Ich kenne alle 3 Teile nicht. Ich habe mich dann halt mal eingelesen. In dem Spiel geht es darum, dass wir ein Mann sind. Okay, das denkt nur er. Also ich bin natürlich seine zweite Persönlichkeit, also so ein bisschen schizophren, ne? Klar. Und dieser Mann wird von seinem Bruder angerufen und der Bruder ist an irgendeinem Ort, was auch immer der da gemacht hat. Und da sind auch 2 Studenten und die sind 2 Geisterjäger. Und die sind irgendwie verschwunden. Und jetzt sollen wir den Bruder treffen und halt gucken, was da los ist. Und dieser Bruder sagt auch, es ist hier. Und es hat... Erinnert mich an den Film. Es, ja. Es hat ihn gefunden und so. Und wir sollen dann also dahin kommen und wir reisen dann also auf so einen Bahnhof. Ich weiß auch gar nicht, wie jetzt die Schauplätze sind, ob das dann der Bahnhof ist oder was weiß ich was. Keine Ahnung. Ich habe es angespielt auf jeden Fall. Nicht, weil ich mir irgendwas von der Story vorne wegnehmen möchte, sondern um zu schauen, läuft es? Wie gesagt, weil jetzt habe ich es mir ja geholt, also sollte es wenigstens laufen. Das tut es. Und die Aufnahme ist auch klasse. Und das ist das Schöne an den älteren Spielen. Wir können uns leider in diesem Spiel nicht um uns herumdrehen, sondern es ist halt rein Point and Click.
Aber trotzdem muss ich sagen, ist die Grundstimmung und auch die Atmosphäre sehr düster und sehr schaurig und unheimlich. Es ist sehr dunkel. Also das, was ich jetzt gesehen habe, hat mir sehr, sehr zugesagt. Auch die Geräusche und wie ihr jetzt auch wieder hört, die Musik ist klasse. Ne? Also kann man jetzt echt nicht sagen. Was vielleicht ein kleiner Nachteil noch ist, abgesehen davon, dass es eine geringe Auflösung hat, aber das ist ja für mich wieder positiv. Dieses Spiel hat nur eine englische Sprachausgabe, hat aber deutsche Untertitel. Und wie ihr mich ja jetzt schon kennt oder auch nicht, wisst ihr, dass ich euch alles vorlese. Das heißt, ich werde also diese ganzen Untertitel dann sozusagen synchronisieren. Es ist ein very British English, was die da sprechen. Das tut natürlich zur Atmosphäre. Irgendwie hat das seinen Zweck und seinen Sinn. Nur ich finde, dass meine Zuschauer nicht selber lesen sollten. Und ich denke, es gibt sicherlich auch welche, die halt Englisch nicht so gut können. Und darum lese ich das einfach vor. Weil dann könnt das alles einfach auf euch wirken lassen. Wem das nicht gefällt, der sollte sich einfach ein englisches Let's Play davon anschauen. Die gibt es nämlich, habe ich im Internet gesehen, also auf YouTube. Hört sich jetzt doof an, aber ist doch irgendwo auch logisch, ne? Was ich auch sehr schön finde, muss ich sagen, dass man hier, ich hoffe, ihr seht meinen Zeiger jetzt hier auch gleich, diese Sternbilder sieht. Erinnert mich zum einen natürlich irgendwo auch wieder jetzt an Zork, aber allgemein, ich stehe ja total aufs Weltall und auf Sternbilder und ich weiß auch gar nicht, ich kann das gar nicht mit den Verbindungen nehmen, also diese Geisterjäger-Sache und die Geister mit Sternbilder wird also sehr interessant werden, da ich ja wie versprochen Mist jetzt jeden Tag, soweit wie ich es schaffe, hochladen werde, wird dieses Spiel dann also auch wieder so alle 2 bis 3 Tage kommen, je nachdem, das werden wir halt sehen. Ich möchte dieses Spiel, weil es so dunkel und düster ist, das ist übrigens ab 12 Jahren, möchte ich auch nur abends spielen. Und ich empfehle euch dann natürlich auch, das nur abends dann schön abgedunkelter Raum, Kopfhörer anzuschauen. Und was ich sogar auch noch gelesen habe, dieses Spiel ist anscheinend wirklich nur fast alles von einer Person entsprungen. Also die Idee und die ganze Aufmachung. Da waren zwar dann noch ein paar andere dran, wahrscheinlich auch wegen Sound und alles sowas und Optimierung, aber im Grunde ist dieses Spiel alles nur von einer Person gemacht worden. Das ist natürlich ganz klasse, also es ist ja Wahnsinn. Somit hoffe ich, hat euch das Infovideo gefallen. Ihr wisst jetzt, warum ich dieses Spiel Let's Playe. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in ein paar Tagen mit dem ersten Part, bei dem dann noch einige folgen werden. Und freuen uns gemeinsam drauf. Und jetzt frage ich nur noch mal am Ende in die Runde. Habt ihr da Bock drauf? Gefällt euch das? Ist das so okay? Ich meine, viel ändern daran kann ich jetzt auch nichts, aber schreibt mir doch einfach mal Kommentare unten, ja, ob euch das zusagt. Dann wünsche ich noch eine angenehme Nachtruhe mit wunderschönen Träumen, aus denen ihr schweißnass, voller Schrecken erwacht. Und wir hören uns bald wieder.